Was ist eigentlich Hoffnung? Hoffnung ist ein Grundzug des menschlichen Lebens. So hofft der Schiffbrüchige hofft immer auf Rettung. Der Kranke hofft auf Heilung. Der Gefangene auf Befreiung. Es gehört zum menschlichen Wesen, dass der Mensch hofft. Da, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, da ist entweder der Tod oder aber die Vollendung. Hoffen ist wie das Atmen der Seele. Wird einem diese Hoffnung genommen, da kommt eben diese Hoffnungslosigkeit, dann die Sinnlosigkeit, schließlich Verzweiflung und dann der Tod. Vom christlichen Standpunkt aus gesehen, gehört die Hoffnung zu einem der zentralsten Punkte des christlichen Glaubens. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die christliche Hoffnung, die gründet auf das Wort Gottes. Durch die Bibel finden wir den Trost der Hoffnung. Und die Grundlage dazu bildet das Geschehen am Kreuz von Golgatha. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung. Angeeignet wird uns diese Hoffnung durch die Wiedergeburt und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Nun, diese Hoffnung beschränkt sich nicht nur auf diese Welt, sondern auch auf die zukünftige. Die Bibel sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Können Sie gerne nachlesen in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 19. Ja, die Hoffnung der Christen geht über diese Welt hinaus, bis hinein in die Ewigkeit. Nun, diese Hoffnung der Christen, sie rechnet mit einer zukünftigen Welt, einer Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Denn wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Nun, diese Hoffnung verschließt sich dabei nicht den Nöten des normalen, des alltäglichen Lebens. Aber sie rechnet, diese Hoffnung rechnet in den Anfechtungen, in den Nöten, in den Zweifeln. Sie rechnet mit dem Eingreifen des lebendigen Gottes. Und dabei ist diese biblische Hoffnung eine zweifache. Sie ist himmelwärts gerichtet und gleichzeitig auch erdgebunden. Sie erwartet das Eingreifen Gottes und hat gleichzeitig aber auch einen offenen Blick für den Nächsten. Diese Hoffnung spendet in der Not, spendet sie Hoffnung und Trost, macht Hoffnung, macht Mut, auch in aussichtsloser Lage. Sie wischt die Tränen ab und verbindet Wunden. Diese Hoffnung richtet den Blick himmelwärts, in der Erwartung der kommenden Ereignisse, nämlich des kommenden Heils. Jesus kommt wieder, schenkt Licht in der Dunkelheit, Zuversicht im Leid, öffnet Türen auch zum Nächsten. Und über all dem ist die Hoffnung ein wunderbarer Anker. Ein Anker, der in den Stürmen der Zeit hält, weil dieser Anker gründet in der Ewigkeit in Jesus Christus selber. In dem, von dem die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Diese Hoffnung, diese hält und diese Hoffnung enttäuscht uns nie. Bauen Sie auch auf Jesus Christus. Bauen Sie auf diese Hoffnung. Gott segne Sie reich. Schreiben Sie einen Kommentar. Wir würden uns sehr darüber freuen.